Hey Leute, ich bin Alexandra, der E7YLA. Ab heute möchten wir euch ein sehr vielseitiges Hobby vorstellen, den Amateurfunk. Wir produzieren dazu eine Reihe von kurzen Videos, um euch ein paar Infos zum Amateurfunk und zur Technik dahinter zu zeigen. In der ersten Folge geht es erstmal um die Definition von Amateurfunk, damit ihr wisst, worum es hier überhaupt geht. Amateurfunk ist eine Art der Funkkommunikation, bei der sich Menschen aus aller Welt miteinander unterhalten. Es gibt weltweit ca. 2 Millionen und in Deutschland ca. 61.000 Funkamateure, die das nicht beruflich machen, sondern in ihrer Freizeit. Sie reden nicht nur über das Wetter oder was sie am Wochenende gemacht haben, sondern auch über Elektrotechnik, Funktechnik oder andere interessante Dinge. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man miteinander reden kann, zum Beispiel per Funktelefonie oder digital per Computer. Auch Amateurfunkfernsehen und weltweiter Satellitenfunk ist für Funkamateure möglich. Der Amateurfunk ist also eine coole Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und sich über interessante Themen auszutauschen. Außerdem ist das ein guter Einstieg in technische Berufe, zum Beispiel Elektrotechnik oder ein Ingenieurstudium. Um den Amateurfunk betreiben zu dürfen, braucht man eine besondere Erlaubnis, die man nur bekommt, wenn man eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur bestanden hat. Dabei werden Technik, Betriebstechnik und Gesetzeskunde geprüft. Damit will man sicherstellen, dass die Leute, die den Amateurfunk betreiben, wissen, was sie tun und keine Probleme verursachen. Immerhin darf man im Amateurfunk mit sehr großen Sendeleistungen arbeiten und das könnte andere Funkdienste wie den Flugfunk, Polizei oder die Feuerwehr stören, wenn man sich nicht auskennt. Das will natürlich keiner. Als geprüfter Funkamateur erhält man dann auf Antrag von der Behörde seines Staates ein Rufzeichen zugeteilt. Dies ist weltweit einmalig und berechtigt dich, damit auf den Amateurfunkfrequenzen, sogenannten Bändern, zu funken. Wenn ihr Fragen zum Thema Amateurfunk habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir werden versuchen, sie dann in einem weiteren Video zu beantworten. Bis bald, das nächste Video kommt bald. Also lasst ein Abo da oder macht das Plus weg und begleitet uns auf dieser spannenden Reise in die Welt der Technik. 73, das heißt viele Grüße in der Funkersprache, eure Alexandra.